Hallo meine Lieben und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um den Krippenrucksack von Finn gehen, was da alles drin ist, welchen wir haben und was er so alles jeden Tag in die Krippe mitnimmt. Das zeige ich euch jetzt und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, das ist hier dieser Krippenrucksack. Ich war lange am Überlegen, ob ich einen nehmen soll, den wir hier zu Hause schon haben. Aber dann dachte ich mir, nee, er soll richtig einen extra eigenen Rucksack haben, der auch besser unterteilt ist als so die, die wir hier zu Hause hatten, weil er halt noch Flaschen mitbekommen muss und ja, ein paar extra Sachen auch noch. Und dann fand ich es schöner, dass der halt ein bisschen besser aufgeteilt ist, wo man halt auch alles richtig gut einsortieren kann und nicht alles in einem großen Fach ist. Und dann habe ich mich auf Amazon umgeschaut und habe ich den gefunden und ich finde ihn eigentlich ganz schick. Mein Mann findet es aus wie eine Handtasche, aber ja, ich finde es eigentlich total hübsch. Ich kann euch den auch gerne mal in der Infobox verlinken. Hat, glaube ich, so um die 35 Euro gekostet. Ich finde den ganz gut eigentlich so von den Aufteilungen her und macht auch wirklich einen soliden Eindruck auf mich. Finn geht jetzt seit 3 Wochen in die Krippe. Er geht immer nur 3 Tage in die Krippe, von Montag bis Mittwoch. Am Donnerstag bin ich zu Hause und am Freitag ist mein Mann immer zu Hause. Ich weiß, dass diese Videos auch andere Mamas schauen, die mich sonst ansonsten nicht schauen. Deswegen nochmal ganz kurz Informationen vorab. Ich wohne in Belgien und wir haben in Belgien nur 4 Monate Elternzeit nach dem Mutterschutz und so weiter. Deswegen musste ich Finn schon mit 7,5 Monaten in die Krippe geben. Er macht es mittlerweile richtig gut. Also Finn ist jetzt 8 Monate alt geworden, heute gerade. Dieser Krippenrucksack ist jetzt gepackt für ein 8 Monate altes Baby. Nur damit ihr so ein bisschen Anhaltspunkte auch davon wisst. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal hier vorne mit der großen Tasche an. Die hat so einen Magnetverschluss und da habe ich seine Flaschen drin. Die sind jetzt natürlich noch nicht gefüllt, aber ich habe die jetzt mal so gepackt, wie ich die jetzt auch so mitnehmen würde. Ich packe ihn immer 3 Flaschen ein. Also ich stille ihn zu Hause nur komplett, da bekommt er keine Flasche. Aber in der Krippe bekommt er manchmal Pränahrung, wenn ich nicht genug abgepumpt habe. Aber er bekommt sowieso immer eine Flasche abgepumpter Muttermilch mit. Die bekommt er dann morgens. Das sind immer so 120 bis 150 Milliliter. Und dann bekommt er um 2 Uhr nochmal eine Flasche. Die Mittagsflasche, ja, die will er da angeblich nie trinken. Deswegen bekommt er da um 14 Uhr immer noch eine Flasche, auch so von 120 Millilitern. Und dann, ja, die nächste Stillmahlzeit ist dann zu Hause live bei mir. Und morgen stille ich ihn auch immer noch. Deswegen, also ich gebe immer 3 Flaschen mit, zur Sicherheit. Aber er trinkt eigentlich immer nur 2 Flaschen in der Krippe. Denn morgens muss er auch schon gefrühstückt haben. Ich stille ihn dann. Und dann frühstückt er zu Hause auch noch. Und dann bekommt er seine erste Flasche so um 9:30 und die zweite dann um 14 Uhr. Genau, die sind vorne drin. Und die sind auch so ein bisschen isoliert. Die haben so eine Aluminiumbeschichtung und sind auch ein bisschen dicker. Das, wenn man das so benutzen wollen würde, das Wasser auch ein bisschen länger warm bleibt. Ich fülle zu Hause immer schon das Wasser ein, dass die das in der Krippe nicht mehr machen müssen. Und ja, dass es dann auch alles richtig so ist von der Menge her. Ja, und dann gucken wir mal hier drin. Hier drin, ich kann das hinterher nochmal zeigen, ist einfach so eine große Öffnung. Und die haben halt innen drin nochmal ganz viele andere Unterteilungen. Und passend zu den Flaschen habe ich hier auch so einen Milchpulverdosierer. Da ist eigentlich noch ein dritter Teil da dran. Das ist von DM, glaube ich, oder von Rossmann. Aber ich glaube, ja, ich habe mir das mal bei DM bestellt. Aber ich finde das dritte Teil gerade nicht. Muss ich nochmal besuchen bis Montag, dass es wieder mitkommt. Ist ganz praktisch, da kann ich halt das Milchpulver schon, ja, richtig portionieren. Das müssen die dann halt einfach nur reinschütten in die Flaschen. Ist super praktisch für die und ja, haben die auch gefragt natürlich. Die können ja nicht so einen großen Pott jedes Mal abmessen. Und ja, so gehen wir sicher, dass es auch immer alles so ist, wie Finn das braucht. Also einmal das ist hier drin. Dann gebe ich ihm sein Mittagessen immer mit in die Krippe. Normalerweise kochen die ja frisch und ja, könnt ihr auch mitessen. Aber er hat in der ersten Woche schon 2 allergische Reaktionen auf das Mittagessen dort gezeigt. Er ist ja sowieso sehr, ja, allergiegefährdet. Er hat ja auch ein paar sehr starke Allergien. Und ja, was das genau war, worauf er reagiert hat, beim einen wissen wir es, beim anderen nicht. Und dann haben wir einfach gesagt, dass es besser wäre, wenn ich erstmal zumindest für die Anfangszeit das Mittagessen mitgeben werde. Und da habe ich immer so ein Glaspöttchen, das ist jetzt von Ikea. Fülle ich dann abends, bereite ich das Mittagessen schon mal vor für ihn. Und dann bekommt er das dann mit am nächsten Morgen.
geht super für sie. Und ja, er bekommt da auch sein BLW-Style-Mittagessen mit. Dann bin ich auch sichergestellt, dass er auch BLW-Style-Mittagessen macht und kein Brei bekommt. Das ist also auch nochmal ein positiver Effekt davon. Ist ein bisschen mehr Aufwand natürlich, aber so sind wir alle sicher, dass er halt wirklich nur das bekommt, wo er nicht drauf reagiert. Und ja, mache ich sehr gerne. Deswegen nochmal so ein IKEA-Glaspöttchen, was dann natürlich morgens gefüllt ist mit seinem Mittagessen. Dann habe ich hier ein Kuscheltier drin. Ich wollte Finn ein Kuscheltier mitgeben in die Krippe, dass er dann halt da auch mit schlafen kann, weil er zu Hause bei mir immer nur bei mir schläft oder er kennt die Gerüche und schläft halt in unserem Familienbett und dort in der Krippe schläft er in einem anderen Bett, was er am Anfang nicht kannte. Und ja, deswegen wollte ich ihm auf alle Fälle ein Kuscheltier mitgeben. Musste ich mir so zwischen drei entscheiden, weil er hier zu Hause eigentlich gar nicht so mit seinen Kuscheltieren kuschelt, da er halt immer mich hat zum Kuscheln oder ja, halt braucht es halt nicht so, aber in der Krippe wollte ich einen mitgeben. Und da haben wir ihm Ivo, seinen Drachen, mitgegeben. Den kriegt er mit zum Schlafen ins Bettchen rein. Der ist von Feen, glaube ich. Übrigens, von Feen ist der, falls euch das interessiert. Ich kann mal gucken, ob ich das online finde. Ich finde ihn richtig toll. Der hat eine Rassel und der hat auch so Knisterflügelchen und ist auch total süß und kuschelig. Und für Schnullerkinder, Finn nimmt ja keinen Schnuller, aber er hat für Schnullerkinder, hätte er so eine Öse nochmal, wo man einen Schnuller dran befestigen könnte. Ich gucke mal, ob ich es online finde, dann verlinke ich das auch gerne in der Infobox. Ja, dann müssen wir jeden Tag frische Windeln mitgeben in die Krippe. Ganz klar, ich glaube, das muss man überall, oder? Also ansonsten müssten wir dafür bezahlen, aber sie fragen halt nach Windeln. Und da wir zu Hause mit Stoff wickeln, habe ich die gefragt, ob sie auch in der Krippe mit Stoff wickeln können und ob sie da Erfahrung mit haben, und meinten, ja, wir haben ein paar Stoffwindelkinder. Und deswegen dachte ich mir, perfekt, machen wir natürlich auch da weiter in der Krippe. Und habe mir für die Krippe extra solche All-in-Ones von Bambino Mio gekauft. Und ich muss sagen, dass ich die wirklich toll finde, auch von der Qualität her. Sind synthetische Windeln, also wenn ihr da Wert drauf legt auf irgendwelche Biomaterialien, dann schaut euch mal woanders um. Aber ich muss wirklich sagen, von der Qualität her und vom Auslaufschutz und ja, von der Saugmenge, Saugkraft her, finde ich die richtig, richtig toll. Ich gebe ihm da immer 4 Stück mit, das reicht ihm auch aus. Wenn es nicht ausreichen sollte, habe ich auch immer noch 2 Öko-Windeln von DM, die ist hier mit drin. Aber bisher für einen ganzen vollen Tag haben immer 4 Stück ausgereicht. Er bekommt mir morgens eine frische an und dann reichen die 4 Stück über den Tag. Aber ansonsten immer als Backup habe ich immer noch 2. Ich könnte dann auch noch mehr Stoffwindeln reintun, aber ansonsten wird die Tasche so groß, ist halt schon ein großes Paket. Deswegen habe ich immer 2 Wegwerfwindeln mit, die er bisher noch nicht gebraucht hat. Aber wer weiß, vielleicht irgendwann mal, ja, wenn er mal 4 pinkelt oder so, das... Ah, guck mal, was ich gefunden habe. Hier, das andere Pöttchen war unten drin. Gut, haben wir es auch wieder. Das steht auch drauf, von DM, von Babylove war das. Genau. So. Kleine Abschweife, aber ich habe hier halt immer, ja, 4 All-in-Ones Stoffwindeln mit drin von Bambino Mio. Ich habe die jetzt online bestellt, gibt es aber auch bei DM zu kaufen. Und ich habe die auch immer fertig bestückt, also fertig eingestellt auf die richtige Größe. Und natürlich auch immer so ein Wegwerf-Einleg-Vlies da drin, wenn er mal Schuhgang macht, dass die halt einfach entsorgen können. Und ja, damit fahren wir super gut. Ich habe insgesamt 15 Stück von diesen Bambino Mios. Und für die 3 Tage plus extra reicht das vollkommen aus für uns. Dann habe ich Reservekleidung für ihn mit. Einmal, wenn sie nach draußen gehen, eine extra Strickjacke. Wenn es kälter ist, dass sie das einfach nochmal drüber anziehen können, über sein T-Shirt oder Pullover, den er gerade anhat. Wir haben auch noch eine richtige Jacke jetzt gekauft, eine Softshell-Jacke. Aber momentan hat er die noch nicht gebraucht. Wenn es dann irgendwann mal noch kälter sein wird und sie rausgehen, auch wenn es regnet oder sowas, weil sie gehen dann wirklich jeden Tag raus bei uns in der Krippe, bekommt er die Jacke auch noch mit. Momentan braucht er die noch nicht und nächste Woche soll es wieder 27 Grad werden. Deswegen ist es im Moment noch nicht angesagt, aber wenn er hätten wir auch noch eine richtige Jacke für ihn. Momentan hat diese Jacke immer ausgereicht. Die war mal ein Geburtsgeschenk, haben wir geschenkt bekommen. Deswegen einmal die drin. Und dann haben wir noch mal ein kleines Reservekleidungsset, bestehend aus einem Langarm-T-Shirt. Das fühlt sich so weich an. Das ist von Noppies und ist wirklich... Oh. Jedes Mal, wenn ich es anfasse, denke ich so, wie schön weich das ist. Dann einmal ganz normale Socken. Das sind auch solche Anti-Rutsch-Socken. Ich versuche für ihn in der Krippe immer Anti-Rutsch-Socken anzuziehen, denn er fängt es wirklich an zu krabbeln, sich überall hochzuziehen. Und da ist mir das sehr viel sicherer, wenn er solche Anti-Rutsch-Socken anhat. Ich habe auch nochmal richtig gute bestellt, also noch mehr mit viel mehr Anti-Rutsch. Habe ich euch in einem letzten Vlog mal gezeigt. Schaut da nochmal gerne vorbei.
wenn ihr das noch nicht getan habt. Aber einfach nur mal zum Backup hier nochmal ein paar Anti-Rutschsocken. Eine ganz normale lange Hose, ganz gemütlich. Die hatte ich jetzt mal bei Lidl gekauft. Das sind aus dieser Bio-Kollektion Lupilu. Und einen Buddy, auch einfach zum Wechseln. Ganz schlicht und einfach und mehr muss es auch nicht sein. Einfach so ein Wechselset. Ja, Kleidung. Achso, ein Halstuch hatte ich hier auch noch drin. Genau. Momentan braucht er keine Halstücher, da es noch nicht so kalt ist und da auch nicht so sabbert. Vielleicht irgendwann mal, aber ich habe es einfach noch mal hier mit reingetan. Dann habe ich zur Pflege, haben wir auch gefragt, eine Wundschutzcreme. Da benutzen wir zu Hause und auch zum Mitgeben immer diese Calendula Babycreme von Weleda. Finde ich wirklich richtig, richtig gut. Ich bin sowieso ein großer Weleda-Fan, finde alle so Pflegeprodukte, auch fürs Bad und für sein Gesicht und Eincreme für den Körper, hat er alles von Weleda da, die weiße Malve-Serie. Aber ich muss sagen, dass ich im Windelbereich die Calendula-Creme besser finde als die von der weißen Malve. Deswegen einmal eine große Tube davon mit. Und dann einmal ein Bürsten- und Kamm-Set, hatten sie auch so gefragt, das mitzugeben auf ihrer, ja, auf dieser Infoseite. Ich glaube, das werden wir kaum benutzen, aber ich habe es mal mitgebracht. Das habe ich auch bei DM mal bestellt und genau, ein Bürsten- und Kamm-Set, dass sie eben da die Haare kämmen können, wenn sie dann wollen. Wie gesagt, ich glaube, es wird nie passieren, aber haben sie danach gefragt, deswegen habe ich es da mit reingetan. Und da habe ich vorhin ja schon erzählt, dass Finn sehr starke Allergien hat. Er ist sehr stark gegen Hühnerei allergisch und gegen Nüsse und wahrscheinlich auch gegen Fisch. Nicht gegen allen Fisch, aber gegen Kabeljau, den er gegessen hat. Da hat er eine allergische Reaktion drauf gezeigt. Deswegen ja, haben wir sowieso vom Kinderarzt verschrieben bekommen einen EpiPen. Das ist wirklich so eine Notfallspritze, falls er einen allergischen Schock erleiden sollte, dass er den dann bekommen kann. Davor habe ich immer solche Finestil-Tropfen. Das sind einfach eher antiallergische Tropfen, die er bekommen kann. Kann man auch bei Windpocken geben anscheinend. Sind halt juckreizstillend und antiallergisch. Die sollte er erst bekommen. Bei ihm zeichnet sich eine Allergie immer aus, dass seine Augen knallrot werden. Dann bekommt er eine Nesselsucht, dann bekommt er, muss sich übergeben, Bauchkrämpfe, Weinen und dann auch hinterher führt zur Atemnot. Deswegen, ja, wenn die es sehen, müssen wir auf alle Fälle erst immer diese Tropfen geben, wenn es nicht vorbeigeht und wenn es wirklich sehr, sehr schlimm sein sollte. Haben wir zum Glück noch nie gebraucht, brauchen wir auch hoffentlich niemals, aber immer als Backup zur Sicherheit haben wir hier einen EpiPen mit. Und da die dann überhaupt gar keine Erfahrung hatten in der Grippe, habe ich in der Apotheke mal angefragt. Ich habe es nämlich gelesen in einer Broschüre, dass man wohl so einen EpiPen-Trainer sich bestellen kann in der Apotheke. Und das habe ich auch gemacht. Habe ich mir einen in der Apotheke bestellen lassen und so schaut er aus. Das ist halt genau wie der EpiPen auch, aber halt ohne Nadel und da kann man halt richtig gut üben. Habe ich mit denen auch schon gemacht, mit den Erzieherinnen, wie man es halt anwendet. Ist super einfach die Anwendung, aber es ist halt irgendwie doch, man fühlt sich sicherer. Ich habe mich auch sicherer gefühlt, wenn man es einmal vorher gemacht hat. Dann habe ich ja noch so eine Infokarte drin mit der richtigen Anwendung. Wie gesagt, ist super einfach, aber ja, ist da drin. Und noch so eine extra Broschüre für die zum Durchlesen mal, was Allergien sind und EpiPen bei und so weiter. Dann haben wir nicht mehr viel. Ich glaube sogar, das war es schon. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, der Rucksack ist leer, beziehungsweise hier unten sind noch die Wegwerfwindeln drin, die habe ich mal drin gelassen. Aber das war es soweit zu dem Krippenrucksack. Momentan braucht er nicht mehr. Wenn er hinterher laufen kann, dann bekommt er ein paar Gummistiefel mit in die Kita, die auch da bleiben können. Und dann bekommt er auch, ja, morgens dann, oder dann nehme ich die halt mit, solche Hauspuschen oder halt, was ich irgendwie besser finde, weil es flexibler ist, solche richtig guten Anti-Rutschsocken könnte er dann gleich anbekommen, wenn er dann wirklich anfängt, wirklich zu laufen. Das hat aber, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, ein paar Monate doch zumindest noch. Und ansonsten, ja, brauche da nicht viel. Eine Matschhose haben die da im Kindergarten, die brauche ich ja nicht mitnehmen, die waschen die da und die haben die immer da. Eine Jacke, wie gesagt, wenn es hinterher kälter werden sollte oder es regnen sollte, werden wir hinterher auch noch mitgeben. Aber ansonsten war es soweit, alles, was in seinen Krippenrucksack mitkommt. Schreibt mir doch mal sehr gerne, ob ihr noch irgendwas habt, wo ihr sagt, so, oh, das müssen wir immer unbedingt mitnehmen, wieso hast du das noch nicht drin? Schreibt mir das sehr gerne in den Kommentaren unten. Gebt dem Video super gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir auch sehr, sehr, sehr gerne ein Abo. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!